Ja, warum sitzen die einen im Loch und die anderen sind gerade voll im Höhenflug? Und ich hatte gestern diesen Post gemacht, wo ich gefragt habe, warum das wohl so ist. Und ihr habt alle drunter geschrieben, ihr würdet gern wissen, warum das so ist. Und das will ich jetzt gleich mal aufklären. Und zwar geht es hier wirklich darum zu verstehen, was es auf sich hat mit dieser Energie. Warum ist es so, dass den einen die Sonne aus dem Hintern scheint und die anderen sitzen im Loch? Die anderen haben keine Ahnung, wieso sie so gefangen sind, haben keine Ahnung, warum sie sich so elend fühlen, haben keine Ahnung, warum sie so depressiv sind. Und wenn ich dann immer sage, es liegt daran, was du glaubst. Es liegt daran, was du dir für Geschichten erzählst über dich, über andere und übers Leben. Es liegt an deiner Einstellung. Und das kann man glauben. Aber wie kann ich diese Einstellung verändern? Wie kann ich die Welt positiv sehen, wenn doch alles gerade so elend läuft? Wenn ich mich doch gerade so elend fühle? Wenn ich doch gerade mich so zurückgelassen fühle? Wenn ich mich doch gerade so ungeliebt fühle? Wenn ich mich doch gerade so daneben fühle? Deswegen sitze ich in einem Loch. Und all diese Gefühle haben eine Ursache. Und diese Ursache ist die Überzeugung, dass ich nicht gut genug bin. Dass mein Leben dementsprechend natürlich auch nicht gut genug ist. Weil wenn ich nicht gut genug bin, kann ich ja auch kein Leben haben, das gut genug ist. Wenn ich so schlecht bin, wenn ich so schlecht bin, weil das schließe ich daraus, dass ich gerade abgelehnt werde, dass ich gerade nicht erfolgreich bin, dass ich gerade andere sehe, die erfolgreich sind und ich mich abmühe und strampele und ich kann machen, was ich will. Ich komme da nicht raus. Es wird nicht besser. Ich bin frustriert. Ich bin alleine, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und wenn das jemand hört da draußen, der sich gerade in so einer Phase, in so einem Loch befindet, dann geht es wirklich darum, dass du verstehst, dass du die Person bist, auf die du in diesem Loch wartest. Dass du die Person bist, die dich retten kann, die dich aus deinem Hamsterrad rausbringen kann, die Person, die dich lieben kann, die dich unterstützen kann, die dich führen kann. Du kannst diese Person für dich sein. Du bist die Person, auf die du wartest. Du bist die Person, die dein Leben verändert. Und zwar ohne, dass im Außen etwas geschehen muss. Das ist ein absolut innerer Job, ein Job, wie du dich wahrnimmst, was du über dich denkst, was du glaubst, wer du bist. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass keiner, niemand von uns, niemand ist die Person, wo wir glauben oder glauben gemacht worden sind, dass wir diese Person sind. Dieses, ich bin nicht gut genug. Solange ich das nicht durchschaut habe, werde ich immer wieder Rückschlüsse ziehen, die mir sagen, ich bin nicht gut genug. Und dann sitze ich in diesem Loch, dann sitze ich in diesem depressiven Zustand, dann sitze ich da drin und es ist nur deswegen,
weil ich irgendwelche Rückschlüsse gezogen habe, die heißen und bedeuten, dass ich fehlerhaft bin, dass ich nicht gut genug bin. Wenn ich nicht gut genug bin, werde ich nicht geliebt. Wenn ich nicht gut genug bin, werde ich nicht unterstützt. Wenn ich nicht gut genug bin, dann kann ich nicht frei wählen, was ich in diesem Leben leben und erleben möchte. Wenn ich nicht gut genug bin, werde ich abgelehnt. Wenn ich nicht gut genug bin, werde ich nicht gewollt. Wenn ich nicht gewollt bin, weil ich nicht gut genug bin, werde ich auch nicht gut bezahlt. Wenn ich nicht gut genug bin und deswegen auch krank werde, weil ich kann ja die Anforderungen gar nicht mehr erfüllen, die da draußen an mich gestellt werden, weil egal was ich mache, ich bin ja nicht gut genug. Und mir ist es wichtig, dass du merkst, wie diese Überzeugung dein ganzes Leben kontrolliert, wie diese Überzeugung deinen ganzen Gefühlszustand manipuliert. Und du glaubst, du fühlst dich schlecht, du glaubst, du fühlst dich elend, du glaubst, du bist depressiv, aber du bist gar nichts von dem. Du bist einzig und alleine nur davon überzeugt, dass du fehlerhaft bist. Du bist davon überzeugt, dass du nicht gut genug bist. Du bist von dieser verdammten Lüge überzeugt, die hier rumschwirrt in unserer Gesellschaft, in unserem Ausbildungssystem, in unserem Zusammenleben, in unseren Ansichten, die immer wieder behauptet, du bist nicht gut genug. Diese Lüge bringt uns in genau dieses Loch, in diese Depressionen, in diese Überzeugung. Und dann sitzen wir da und denken, was kann ich machen, um endlich gut genug zu sein? Was kann ich machen, dass es endlich anders ist und dass ich mich endlich gut fühle? Was kann ich machen? Und was du machen kannst, ist zu lernen, zu wissen, zu fühlen, anzuerkennen, dass alles, was du über dich denkst und andere bis jetzt über dich gedacht haben, etwas ist, was du keinen Moment mehr weiter denken musst, was du nicht mehr weiter glauben musst, weil es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Du wirst viele Gründe finden können, aber du wirst auch ganz viele Gründe finden, warum du großartig bist. Du wirst ganz viele Gründe finden, warum dir das großartigste Leben zusteht, warum dir die schönste Liebe zusteht, warum dir die beste finanzielle Situation zusteht. Und erst wenn du das erkennst, dass du dieser Mensch bist, dem dieses alles zusteht, dass du dieser Mensch bist und schon immer warst, diesen Menschen darfst du jetzt finden, diesen Menschen darfst du jetzt erkennen. Und es ist manchmal so, so schwer, das zu erkennen. Und deswegen habe ich mir das zu meinem Job gemacht, in allen möglichen Ausschmückungen, Erklärungen zu erklären, warum diese Lüge, ich bin nicht gut genug, jemand anders ist nicht gut genug, wir müssen genügen, dass diese Vorstellung, dass dieser Gedanke einzig und allein verlogen ist. Niemand müsste jemals glauben, dass er nicht gut genug ist. Niemand müsste jemals glauben, dass er anders sein müsste, wie er ist. Wenn er wissen würde, dass wir per se, dass jeder Mensch per se in einer absoluten Perfektion hier auf die Erde gekommen ist und dass das Einzige, was das Leben schwer macht, was das Leben mangelhaft macht, was das Leben bedrückend macht, was das Leben depressiv macht, ist diese verdammte Überzeugung. Niemand würde Opfer von irgendwelchen narzisstischen Persönlichkeitsverhalten oder Verhaltensstörungen werden,
wenn er immer wüsste, dass er gut genug ist, wenn sie immer wüsste, dass sie gut genug ist. Es gäbe keinen Narzissmus. Es wäre unmöglich, wenn jeder Mensch wüsste, wie gut er wäre. Wenn jeder Mensch wüsste, dass er niemals um Liebe betteln müsste, um Anerkennung betteln müsste, darum betteln müsste, gesehen zu werden. Wenn wir so aufwachsen würden mit diesem Wissen, mit dieser Wahrhaftigkeit, gäbe es kein Loch. Und das Einzige, warum wir hier sind, ist das zu erkennen, auf Basis von welcher Überzeugungen, Glaubensmuster und Denkweisen über uns und über die Welt und über andere Menschen da draußen wir uns immer wieder in Löcher rein manövrieren lassen. Und das ist kein Lassen, das ist, ich lasse es zu, dass meine Ansichten mir sagen, dass es mir schlecht geht. Mir sagen, dass ich schlecht bin. Es kann nicht sein, dass es mir schlecht geht, wenn ich nicht glaube, dass ich schlecht bin. Keinem Menschen geht es schlecht, wenn er nicht glaubt, dass er schlecht ist. Es ist unmöglich, es ist energetisch unmöglich, ein schlechtes Gefühl zu bekommen, wenn du nicht glaubst, dass irgendetwas an dir oder am Außen oder an der Welt schlecht ist. Und alle wissen, Aufmerksamkeit kreiert, Aufmerksamkeit manifestiert, Aufmerksamkeit macht die Dinge zu dem, was sie sind. Aber Aufmerksamkeit ist nicht etwas sehen, sondern es ist etwas wahrnehmen und es ist etwas, was für mich eine Wahrheit bedeutet. Und meine einzige Aufgabe hier als Mensch ist, nicht irgendein Ego zu killen, das muss ich nicht tun, sondern meine einzige Aufgabe hier als Mensch ist, zu erkennen, wo ich Lügen über mich glaube, wo ich glaube, dass etwas mit mir nicht in Ordnung ist, wo ich glaube, dass irgendetwas mit mir nicht gut genug ist. Und es ist egal, wie groß oder wie klein die Sache ist. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern es geht nur darum, was wir glauben, was unser Sein, unser Tun, unsere Existenz für eine Wirkung hier auf Erden hat. Und diese Wirkung hier auf Erden, die kann ich bestimmen. Und ich laufe den ganzen Tag mit einer Erwartung, mit einer Erwartung einer Wirkung rum. Ich erwarte, dass etwas, was ich tue, etwas, wo ich hingehe, etwas, wie ich mich verhalte, etwas, was ich entscheide, eine Wirkung hat. Und oft erwarten wir eben eine eingeschränkte Wirkung oder gar eine negative Wirkung. Und das sind genau diese Energetics, die wir durch unseren Seinszustand generieren und kreieren. Und unser Seinszustand ist unsere Währung, ist unser Gas, unser Fuel, unser Antreiber von dem, was da draußen existiert und real ist für uns. Und ihr wisst es, denn wenn du mal in so einem Loch bist, dann ist dein Seinszustand der Seinszustand einer Person, die nicht gut genug ist. Eine Person, die anders sein müsste, die etwas anderes haben müsste, die vielleicht auch nur etwas anderes fühlen müsste. Aber schon allein die Tatsache, dass du sagst, ich bin nicht gut genug, um mich gut zu fühlen, weil ich kann mich nicht gut fühlen, deswegen kann ich auch nicht gut genug sein, müsste dir jetzt so viel Klarheit gebracht haben, dass du erkennst, dass du alleine die Verantwortung voll und ganz übernehmen kannst für deinen Seinszustand. Und das kannst du nur dann tun, wenn du verstehst, wie diese Energetics, die Energie aus dir heraus kreiert wird. Du bist dieses energetische Wesen.
Und alle wissen wir das. Überall hört man das. Es ist in aller Munde. Wir sind energetische Wesen. Aber wie machen wir die Energie, die sich nachher manifestiert? Das ist diese große, große Frage. Wie mache ich die Energie, die mich frei und glücklich macht? Wie mache ich diese Energie? Und das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe. Das wollte ich wissen. Und ich war so eine gute Spezialistin und Expertin, genau diese depressive Lochenergie, diese aussichtslose, diese Opferenergie, die konnte ich so gut. Und erst als ich verstanden habe, dass ich Divine Design bin, das heißt, dass ich aus einer wunderbaren, perfekten, fehlerlosen Ideen entstanden bin, konnte ich auch genau diese Energie generieren in mir. Und ich werde nie etwas generieren können, was ich nicht bin. Ich werde nie etwas generieren können, was ich nicht bin. Und wenn ich im Außen etwas generieren möchte, muss ich zuerst die Frau sein. Und dann weiß ich, wie ich denken, wie ich fühlen, wie ich mich verhalten soll, damit sich im Außen genau das generiert. Und deswegen mache ich das, was ich in diesem Lochzustand mache, in diesem depressiven Lochzustand mache. Es ist dasselbe Prinzip. Hier geht es um ein Prinzip, um ein energetisches Prinzip, das existiert. Genauso wie die Schwerkraft. Und wenn du dieses energetische Prinzip verstanden hast, wenn du es anwenden kannst, wenn du es einsetzen kannst, wenn du es kontrollieren kannst, wenn du stabil da drin bist, dieses energetische Prinzip anzuwenden, dann wirst du nie wieder in einem Loch sitzen, sondern wirst von einer Hochzeit zur nächsten Hochzeit und zur nächsten Hochzeit dich bewegen. Und dass das dein Normal ist, dass das dein Lebenszustand ist, dass es genauso normal ist, dass du dich von einer Hochzeit in einen depressiven Zustand begibst, das ist für viele normal. Aber es muss nicht normal sein, weil du kannst dein Normal entscheiden. Du sagst, was für dich normal ist. Und wenn du sagst, normal ist für mich Hochzeit, Hochzeit und die nächste Hochzeit und an die Hochzeit kommt die nächste Hochzeit. Und ich lebe in Hochzeiten. Das darfst du entscheiden. Du musst dich nicht entscheiden, dass du in diesen Gegensätzen leben möchtest. Gegensätze sind nicht schlecht, weil sie sagen dir jedes Mal, was du nicht willst. Aber du musst ein Prinzip haben, dass du diese Gegensätze managst, damit sie nicht dein Normal sind, damit im Loch sitzen und depressiv sein, dass das nicht dein Normal ist und dass es nicht normal ist, dass es immer wieder passiert und dass es nicht normal ist, dass du jemand bist, der immer wieder Angst haben muss, dass er in ein Loch fällt. Das ist alles erlernbar, das ist alles wissenbar, das ist da, dieses Prinzip. Und du musst jemand sein, der dieses Prinzip managen kann, der dieses Prinzip leben kann, der dieses Prinzip ausleben kann, weil dazu bist du da. Das ist das, was du lernen sollst hier auf Erden, nicht das, was die Gesellschaft dir sagt, was du lernen musst, damit du endlich gut genug bist. Weil du bist per se immer schon gut gewesen. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass du jetzt schon immer gut gewesen bist, was kannst du dann noch lernen, wenn es nicht darum geht, endlich gut genug zu sein? Dann geht es darum, hier endlich auf Erden Hochzeiten zu generieren und zu kreieren. Und dafür sind wir hier. Und dieses Verständnis in den Kopf reinzukriegen, das nenne ich Divine Design Reise. Und da gehört alles dazu. Und du bist der Mittelpunkt. Du bist der einzige gemeinsame Nenner deines Lebens. Du hast alles in der Hand. Du hast die Zügel in der Hand. Du kannst es tun. Du hast nur noch nicht das Wissen, wie es geht. Und ich bin jemand, der dieses Wissen gesucht und gefunden hat, angewendet hat, jetzt ihr Leben damit gestaltet und das Gleiche anderen Menschen zur Verfügung stellt,
weil es ist nicht mehr notwendig, dass wir alle auf die Suche gehen und eine Wissenschaft neu erfinden, wenn wir sie doch schon gefunden haben und nur auf eine Art und Weise weitergeben müssen, dass sie jeder versteht. Und das ist für mich das Divine Design Prinzip. Und für dieses Prinzip wird es in Zukunft noch viel mehr Ambassadorinnen geben, die das in die Welt tragen. Weil dann muss auch keiner mehr suchen und dann muss auch keiner mehr so lange leiden und dann muss auch keiner mehr so lange im Loch sitzen. Ich hoffe, dieses Video hat dir Einsichten gebracht, hat dir den Groschen oder einige Groschen fallen lassen und zeigt dir, dass alles so unglaublich wunderbar möglich ist, was du dir nur wünschst, weil du die Kraft und die Power hast, wenn du dieses Prinzip einsetzen kannst. Und es ist nicht nur die Kraft der Gedanken, sondern es ist ein energetisches Prinzip, das du lernen musst. Und es ist eine Physik, es ist etwas Physikalisches, du kannst es etwas Wissenschaftliches nennen, aber nichtsdestotrotz musst du es für dich auf deine Art und Weise managen lernen. Und das ist für mich die größte Freude, jedem Menschen dieses Prinzip so darzulegen, dass er oder sie weiß, dass sie oder er der Manager seines Lebens ist. Weil wenn du dieses Prinzip hast, wenn du dieses Prinzip verstehst, wenn dein Verstand es versteht, wenn das das ist, worauf du immer wieder zurückkommen kannst, wirst du niemals mehr in irgendeinem verdammten Loch landen. Und so habe ich all meine Angebote auf meiner Homepage mywellfeeling.com so aufgebaut, dass jeder irgendwas holen kann, was ihn gerade betrifft, dass jeder anfangen kann, dieses Prinzip zu verstehen und zu begreifen, diese Energetics zu begreifen und zu begreifen, dass wir hier sind, um diese Divine Design Reise zu machen, um diese Klarheit in dieses Bewusstsein, in dieses Wissen einzutreten, dieses Prinzips. Und ich möchte, dass es so klar wird für unseren logischen, analytischen Verstand, dass wir nicht mehr sagen müssen, ja, das muss nicht logisch sein, das muss ich nicht verstehen, nein. Weil wenn ich ein Prinzip nicht verstehe, werde ich es nicht konsequent anwenden können. Und wenn ich es nicht konsequent anwenden kann, dann werde ich immer wieder zurückfallen in meine alten Programmierungen, Muster, Überzeugungen und Verhaltensweisen. Und dieses Prinzip zu verstehen, ist das Einzige, was dauerhaft, langfristig, kontinuierlich und stabil und somit auch leicht dazu beitragen kann, dass du das Leben lebst, das du gerne leben möchtest. Dieses Prinzip, das Divine Design Prinzip, das ist der Schlüssel. Und ich gebe es so, so gerne weiter. Auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen, auf ganz, ganz viele, für ganz, ganz verschieden denkende Menschen. Weil Prinzip ist Prinzip. Prinzip ist wie Mathe. Und wir lieben Prinzipien. Wir lieben Prinzipien. Nur wir müssen dieses Prinzip erkennen, das uns die Dinge beschert und beschenkt, die wir gerne hätten. Also ihr Lieben, solange ihr noch nach einem Prinzip lebt, das euch nicht das bringt, was ihr gerne hättet, würde ich doch mal sagen, ihr dürft gerne das Prinzip von mir lernen, das euch das beibringt, wie ihr das generieren könnt, im Außen manifestieren könnt, was ihr gerne hättet. Die Reise fängt beim Selbst an, bei meinem Selbstkonzept und ich bin halt keine mehr, die im Loch landet. Ich bin auch keine mehr, die im Loch sitzen bleibt, sondern ich bin eine, die weiß, wie sie mit Hilfe dieses Lebensprinzips, dieses Seinsprinzips, dieses Kreationsprinzips, dieses Manifestationsprinzips aus höchster, höchster, höchster Perspektive das generiert, was ich möchte. Also, ihr seid gerne eingeladen, mir zu schreiben. Ich habe Mini-Booster, da könnt ihr ein Gespräch von 20 Minuten mit mir buchen. Das wird schon mal dein Leben ziemlich krass verändern. Aber das Allerbeste ist, du lässt dich ganz, ganz tief ein und sagst, okay, Divine Design, das scheint mir logisch, weil warum sollte ich denn irgendwie nicht gut genug sein?
ich möchte mein Divine Design erkennen und leben. Und ja, ich bin da. Also, bis dann. Tschüss.